Feuerwehren der Stadt Bobbert wurden heute gegen 21.30 Uhr zu einem B3-Vollbrand eines Wohnhauses alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich im Bereich des Gartens eine Gartenhütte im Vollbrand stand. Gott sei Dank war das Dach und das Wohnhaus nicht betroffen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es kam zu keinen Personenschäden, lediglich Sachschaden ist derzeit vorhanden. Wir sind circa mit 60 Einsatzkräften hier vor Ort. Beim Eintreffen war ein Vollbrand des Gartenschuppens zu sehen mit relativ hoher Flammenbildung, die sich im Bereich oder beziehungsweise in Richtung des Dachbodens ausgebreitet haben. Nein, es gab keine Verletzten hier vor Ort. Also wir werden jetzt hier noch weitere Nachlöscharbeiten machen. Es wird noch ein Dachdecker vor Ort kommen, der sich das Ganze vor Ort begutachtet. Und danach werden wir hier zurückbauen. Brandwache ist nicht erforderlich. Also da hat die Gartenhütte gebrannt. Warum, weshalb und in welcher Größenordnung, schwierig zu sagen. Die Aufgabe der Drehleiter war Kontrolle des Daches und eine Übersicht von oben auf das Brandgeschehen.